Läuft unser Stream jetzt, Stefan? Wir sind schon eine Weile on. Aber wir sind schon online, aber wir wussten es nicht, weil die WLAN-Verbindung... Wie man sieht, also erstmal herzlich willkommen zum Stream. Ne? 10.30 Uhr haben wir ja pünktlich begonnen anscheinend. Ihr seht ja gleich, wo wir sind. Wir sind in Hamburg in der Futopia 2022. Und in der Location, wo wir sind, sind überall so große Container, die natürlich unser WLAN verschlucken. Ihr habt es vielleicht gehört. Deshalb nochmal ein ganz herzliches Willkommen am Freitag, am zweiten Messetag. Sollen wir nochmal sagen, herzlich willkommen bei Sony, herzlich willkommen auf dem Futopia-Stand, damit auch alle wissen, wo wir uns denn genau befinden. Das haben wir nicht gesagt. Also machen wir jetzt richtig Show nochmal, ja? Los, okay. Zeig. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Christian Alexander von Fototrainer.com. Ich stehe auf dem Sony-Stand auf der Futopia 2022 und wir wollen euch heute hier ein bisschen zeigen, was hier abgeht. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich meinen Kollegen Stefan Gehrige, der neben mir steht. Hallo. Der gerade noch den Stream im Hintergrund angeschaltet und kontrolliert hat. Und mit dir meinst du bestimmt auch die ganzen Kollegen, die auf dem Stand sind, ne? Genau, die werden wir euch ja gleich noch einzeln vorstellen, mit Namen und mit Telefonnummer. Quatsch werden wir natürlich nicht machen. Aber wir wollen euch natürlich einmal zeigen, was der Stand kann. Wir wollen euch natürlich einmal zeigen, was hier heute stattfindet. Und wir blenden euch natürlich auch immer einmal das Timetable ein von den Aktionen, die heute sind. Weil ihr könnt alle Sachen hier live auf der Bühne erleben. Ihr könnt mitmachen, ihr könnt fotografieren, ihr könnt euch eine Kamera leihen und mitfotografieren sogar. Und es gibt natürlich spannende Vorträge von richtig tollen Ambassadoren, die wir hier auf der Bühne haben. Als erstes ist ja heute der David dran. Genau. Und den hatten wir gestern schon hier auf der Bühne. Richtig interessante Fotos. Mit dem werde ich einfach ein bisschen über seine Art der Hochzeitsfotografie quatschen. Der filmt übrigens auch, also wird er auch ein bisschen was darüber erzählen. Freue ich mich richtig drauf, weil ein richtig, richtig cooler Typ. Ja. Ist um 11 Uhr direkt dran übrigens. Und auch eine Riesenindustrie, ne? Hochzeit muss man ja definitiv mit einbeziehen in die Fotografie, ein ganz wichtiges Thema. Und da kann man viele Sachen mitnehmen heute. Im zweiten Step, 12 Uhr, sind wir zwei dann wieder dran mit dem Thema Autofokus. Das heißt, wir haben uns eine Alpha 7, wir werden uns eine Alpha 7 IV schnappen. Die steht schon da drüben. Also ich habe mir die schon geschnappt, aber im Moment steht sie noch an der Seite. Und dann werden wir euch live zeigen, wie man die perfekt einstellt. Und wir beide sind natürlich nicht die richtigen Models, aber unsere beiden Models, das kann ich euch versprechen, sind absolute Bombe. Die zwei Jungs waren gestern Abend schon hier und was die machen, wird euch umhauen. Also Live-Shooting um 12 Uhr hier auf der Bühne. Richtig Energie, das können wir euch sagen. Gestern war ja ein bisschen Slapstick dabei mit dem Andrea, der kommt am Sonntag nochmal. Und heute geht es richtig zur Sache, heute gibt es richtig Power. Genau, dann machen wir weiter mit Susanne. Auch richtig interessant, da geht es um einen Film und ums Filme drehen mit Sony-Kameras, mit kleinem Equipment, mit der FX3 war sie unterwegs. Sie stellt uns ihren Film vor und ihre Arbeit, ihre Kreative. Da muss ich sagen, habe ich gestern richtig viel gelernt und kann euch nur empfehlen, euch das unbedingt anzuschauen. Ja, das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Und Susanna wird ja heute zweimal dabei sein, ne? Die hat erst so einen kleinen Slot, wo sie so ein bisschen ihren Workflow mit dem Equipment erklärt und dann kommt sie nochmal später, ne? Aber wir machen mal der Reihe nach, ne? Genau. Danach kommt Lina, da unten steht es übrigens auch, um 13 Uhr ist dann Lina dran mit ihrem Film, den sie gedreht hat und die erzählt ganz spannende Sachen für die Jungs und Mädels unter euch, die für TikTok und für Instagram produzieren und erzählt uns ein bisschen ihren Workflow. Fand ich übrigens total spannend, weil Lina ist sehr jung, aber trotzdem schon sehr fokussiert und macht schon sehr, sehr coole Sachen. Ideen, auf die wir beide wahrscheinlich einfach nicht mehr kommen. Ja, die Damen, ne? Und ja, was soll ich sagen, funktioniert sehr, sehr gut. Den Plan später habe ich jetzt nicht mehr, aber hinten sehe ich nicht mehr, aber ich kann ihn mal kurz aufrufen. 14 Uhr bist du wieder dran, Lax? Das ist klar, ja. Das wusste ich noch aus dem Kopf. Mit den Originalobjektiven von Sony, da wirst du aus deinem ganzen Wissensschatz schöpfen können. Da werde ich dich vielleicht auch noch mal kurz brauchen, weil 600er halten und 600er fotografieren gleichzeitig ist schwer. Ja, das machen wir. Das kriegen wir irgendwie hin. Ich brauche nur 2 Minuten, mehr brauchen wir nicht. Dann kommt, wie du schon angekündigt hast, nochmal Susa. Und danach machen wir den Part Video. Das heißt, da geht es dann drum, werden wir auch wieder unsere beiden Models an Bord haben, wie schaut das Ganze aus, wenn ich filmen möchte, wenn ich den Start finden möchte. Und nochmal, bei den Live-Shows hier auf der Bühne geht es uns immer darum, dass ihr euch eine Kamera schnappt, dass ihr mitmacht, dass ihr die Einstellungen eurer Kamera nachvollzieht. Es lohnt sich also immer dabei zu sein. Auf den ganzen Fernsehern am Stand läuft das Timetable, könnt ihr einfach vorbeigehen, euch die Zeiten aufschreiben oder euch merken oder euch ein Foto davon machen und dann einfach pünktlich hier auf der Bühne sein. Und im Idealfall habt ihr vorher schon eure Kamera vorbereitet oder ihr geht euch hinten eine Line, weil wir haben auch einen Rent, der ist an unserem Stand nach hinten durch, großes Sony-Logo oben drüber, kann man nicht verpassen. Genau, wer also immer mal seine Lieblings-Sony probieren wollte oder vielleicht einen Wechsel erwägt oder einfach starten will,
genau hier auf so einer Messe wie der Fotopia ist der richtige Zeitpunkt, das mal auszuprobieren und zu schauen, ob man damit zurechtkommt. Und wenn nicht, habt ihr natürlich auch alle Menschen hier, die sich damit auskennen und euch da wirklich mitnehmen können und die ihr fragen könnt. Also perfekter Moment, um wirklich zu starten. Und da die Kollegen im Stream ja uns jetzt nur sehr eingeschränkt sehen können, ne, mit der Totalen, mit einer Closed-Kamera, würde ich sagen, wir machen zeigen wir. Noch mal den Stand. Ja, und ich habe schon ein kleines bisschen was vorbereitet. Und damit ihr alle auch sehen könnt, was hier abgeht, schalte ich auch einmal den Fernseher um auf das Live-Bild unserer Kamera. Dann wisst ihr übrigens auch, wie das nachher aussieht im Live-Shooting. So. Da haben wir die Kamera. 20 mm, lass uns mal reingucken. Ne? 20 mm, bitteschön. Genau, wir haben extra die Alpha 7 IV mit einer Funkstrecke und einem Weitwinkelobjektiv bewaffnet, dem 20 mm. Warum? Ich kann euch zum einen mal den Stefan auf der Bühne zeigen mit unseren zwei TV-Geräten. Ja, der steht hier vorne. Und wir haben neben der Bühne direkt dann hier drüben den Pro-Bereich. Da ist der Reiko, der mir gerade den Drücken zukriegt. Reiko, wink mal in die Kamera bitte. Der hört mich gar nicht. Der ist so im Gespräch, der Reiko, der ist im Tunnel. Alles klar. Ist ja auch gut, weil Kunde geht immer vor. Ja, machen wir so. Also ihr seht, wir haben den Pro-Bereich, natürlich die ganzen Sitzplätze. Im Moment noch ziemlich leer, aber es füllt sich so langsam. Und hier vorne, zeige ich euch auch noch, haben wir natürlich ein paar Highlights aufgebaut. Hier steht zum Beispiel die Sony Alpha 7 IV mit dem 79-200 Blende 2.8, dem G-Master 2. Hier vorne haben wir die neue, gestern vorgestellte ZV-1F. Das ist die, hier ganz vorne steht. Natürlich die anderen ZV-Geräte auch mit dabei. Und auch die Xperia Smartphones dürfen nicht fehlen. Die haben wir hier aufgebaut, dass ihr sie anschauen könnt. Aber ich weiß schon, Messe heißt ja nicht anschauen, sondern Messe heißt ja anfassen. Genau, Messecharakter. Und deswegen ist immer alles gehen wir einmal ein Stückchen weiter. Und falls ihr euch wundert, was das hier ist, da ist eine ganz interessante Geschichte. Wir können heute nämlich hier 360-Grad-Fotos von euch machen. Das heißt, richtig dreidimensionale Fotos. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns das einfach mal gemeinsam an. Ich gehe mal hinter die Kulissen. Ich gehe mal als Objekt quasi hier rein. Ja, so. Ja, dich sieht man jetzt auch, genau. So, ich habe... So, ach, du willst dazu? Ja, guck mal, dann machen wir so. So, wir haben gerade ein Foto gemacht. Da unten könnt ihr schon mal das eine davon sehen. Da war der Live-Bildschirm. Und ich nehme euch jetzt mal mit auf die andere Seite, weil da kommt nämlich jetzt gleich unser Bild sichtbar. So, das ist noch der Brandon. Liebe Grüße gehen raus. Und das hier oben, ja, das ist super interessant. Das sind unsere RX0-Kameras, die hier alle verschaltet wurden. Und damit wird das realisiert. Also alles 1-Zoll-Sensoren. Da sind wir, guck mal. In dreidimensional mit der Kamera und der Funkstrecke. Wahnsinn. Lovely. Lovely. Okay. Just lovely. Bleibst du auf der Bühne stehen, Stefan, weil sonst haben wir kein Bild zum Umschalten. Signal ausgeht. Oder willst du einmal rumlaufen heute? Nö, kannst du. Nee, dann mache ich nochmal. So, hinter dieser Wand, mit der wir gerade fotografiert haben, haben wir auf dieser Seite natürlich unsere Beratungstheke. Bedeutet, hier könnt ihr die Kameras anfassen, hier könnt ihr die Kameras ausprobieren. Und ihr seht schon, ich gehe mal nach da hinten, da ist alles an Objektiven da. Also wirklich alles könnt ihr euch hier live anschauen. Die Kollegen fragen, die sind schon alle busy, wie ihr merkt, alle im Gespräch. So, einmal an euch allen vorbei. Und hier könnt ihr alle eure Fragen loswerden. Das ist aber noch nicht alles, weil ich gehe natürlich jetzt noch die Treppe mit euch hoch und ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Warum? Weil wir natürlich einen zweistufigen Stand haben. Heißt, hier oben. Hallo Stefan, guck mal, da unten ist er, ganz klein. Hier haben wir natürlich das riesengroße Sony-Logo. Absolut. Hier haben wir ein paar Aufbauten. Viel wichtiger ist aber, hier haben wir einen Tunnel und den zeige ich euch jetzt einmal. Und da hängen ganz viele Bilder von unserem Sony World Photography Award. Ganz, ganz viele richtige Sachen. Da wird gerade noch ein bisschen gearbeitet, noch ein paar Leute unterwegs. Aber ihr seht, da könnt ihr richtig hochwertige Prints sehen. Und hier oben, auf der anderen Seite, Stefan, guck mal. Ja, da habe ich dann die langen Teleobjektive zum Ausprobieren. Das hier ist zum Beispiel das 600 mm, das 200, 600 oder auch das 400 mm 2.8. Richtig, richtig große Dinger. Ihr seht es, wenn ich meine Hand dazu lege, wie groß die sind. Und die könnt ihr hier oben ausprobieren. Heißt, ihr habt von hier oben nicht nur einen super Überblick über die Messe, ihr könnt auch die Kameras nutzen. Eure eigenen könnt ihr sogar auch dran machen. Die sind gesichert. Läuft. Oh, und die Sony World Photography Awards, die starten übrigens am 21.10.
in Berlin. Und das ist eine ganz wunderbare Ausstellung, die ja for free ist und die ihr besuchen könnt. Also Berlin ist ja immer ein Besuch wert. Wer also noch niemals da war, Willy Brandt-Haus, gerne vorbeischauen und sich das mal ansehen und die Gewinner anschauen. Ja, Lachs, ich denke, wir haben eine ganze Menge gezeigt, oder? Hast du noch was? Er ist auf dem Weg zurück wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, ganz viele Events heute hier bei uns, ganz viele Bühnenshows, wo ihr wirklich all das erfahren könnt, was ihr über eure Sony Alpha Kamera gerne wissen möchtet. So. Und natürlich stehen wir auch immer für Fragen zur Verfügung und die... Da bin ich wieder, Stefan. Auch. Komm, darfst du mal ein bisschen vloggen? Ich finde das so geil, das 2014, ne? Guck das mal ist einfach... Jetzt hast du den Augenautofokus wieder auf Tier umgestellt. Diesen Look, ne? Ich schön scharf im Vordergrund. Aber du hast den Augenautofokus schon wieder auf Tier umgestellt, weil du immer die Taste drückst. Du bist ein komischer Vogel, stand da unten. Ich habe das nicht gesagt. Ach, Stefan. Ja, wie gesagt, es geht um 11 Uhr weiter mit dem David. Und bis dahin sagen wir erstmal au revoir und bis später. Und der Peter kann hinten mal jetzt auf End-Event drücken. Und wir sehen uns, wie gesagt, um 11 dann gleich wieder. Cool.